Hallo Leute, willkommen zu Mr. Angezockt spielt Fallout Shelter. Und ich habe schon auf das Wort betreten gekriegt, geklickt. Ja, hier bei oben läuft der Taro, da geht nichts. Ah, okay. Leute waren immer unzufriedener, ich habe aber ehrlich gesagt ja auch nicht viel mit euch gemacht. Dann machen wir mal Stufen. Mir wurde geschrieben, alles perfekt, halber Preis, echt nice. Oh, reimt sich ja. Dass ich die Leute falsch platziert habe, das kann schon sein, weil ich gar keine Ahnung habe, wie ich sie platzieren muss. Jetzt gucken wir mal, ob es hier irgendwo eine Info geht, weil er hat, mir hat jemand geschrieben von euch, dass ich jemand, der L... Gucken wir uns erstmal die Typen an. Ah, L... Lack hat rausschicken muss. Das klingt mir sogar fast logisch. Der halt glücklicher Finder ist. Habe ich da irgendwen? Sieht jetzt nicht so aus, oder? Also ich hätte keinen, der Lack ist. Was ist mit dem? Warum hast denn du miese Laune? Plus 3 Intelligenz ist schon mal sehr gut. Du hast keine Laune, weil... Oh, hier sind noch ein paar Stufen. Jetzt können wir mal gucken. Du hast keine Arbeit, du hast keine Arbeit. Sehe ich das richtig? Hier arbeiten nur 3... Irgendwie sieht es hier so aus, als ob ihr keinen Strom habt, aber das kann jetzt ja auch nicht sein. Auch hier arbeiten nur 3, oder? Also Wasser und Strom sieht gerade ein bisschen mau aus. So, und du hast einen Mantel. Guck mal, Militärbekleidung hat er gefunden und ein Laborkittel und die Knarre hat er ja auch noch. Aber er ist echt unzufrieden. Aber was kann ich da machen? Yeah, ich habe ja kapiert, wir haben kein Wasser. Schmeißen wir ein Turbo an, 33% Gefahr, aber sehr schön. Dasselbe wird mir beim Strom blühen. Wobei ich jetzt sage, wir bauen einfach nochmal einen Generator dahin. Und wir bauen auch nochmal ein Wasser. Kein deiner Wasser-Dingsbums dahin. Natürlich können wir dann auch Leute reinsetzen, auch wenn er keinen Bock hat. Und weißt du was, du darfst so lange hier arbeiten und du gehst dann ein bisschen ins Wasser. Die sitzen fleißig da und essen, aber solange wir Essen kriegen, ist das schon alles cool. So, was haben wir denn noch, was wir bauen können? Krankenstation... Intelligenz, Forschungslabor. Also wir haben noch keine Krankenstation. Das ist die Frage, die bauen wir hier unten hin. Und diesen Felsen würde ich gern wegmachen. Abgeschlossen. Sammle 100 Wasser. Cool. Und auch hier werden wir mal beschleunigen, dass wir perfekt mehr Strom haben. Bist du mittlerweile glücklich? Nee, 10%. Aber was heißt das? Was mache ich jetzt? Gucken wir mal hier. Wo ist denn die Joshua? Generator. Hilft mir jetzt auch nichts. Status. Ja, manche sind voll happy.
Special. A ist Beweglichkeit. Aber woher weiß ich, was gebraucht wird? Es gab doch irgendwo eine Hilfe, oder? Raid, Kakerlakenbefall, okay. Okay, schon erledigt. Alle eine Knarre in die Hand gedrückt und dann war's das auch. Ups, nee. Tja, Wasser. Hier, ihr seid neue Stufe. Ja, wir waren jetzt gerade am gucken, wer gehört wohin. Rostiges Luftgewehr haben wir neu gefunden. Zeig mal, was haben wir sonst noch? Rostiges Repetiergewehr. Die Jagdflinte und die verbesserte, abgesägte Schrotflinte, die ist schon nice. Und halt das Sturmgewehr, wow, das ist natürlich mehr als nice. Outfits haben wir, ein Laborkittel. Ah, der macht Intelligenz. Und der S ist wahrscheinlich halt Militär. In einer Minute gibt's Wasser, das ist okay. Wir waren aber jetzt hier gucken. Was war das hier? Aha. Outfits. Schon mal Stufe hoch. Sie werden glücklicher. Ah, okay. Er hat jetzt natürlich auch so einen clever Kittel an. So, hier. Nein, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir auch nicht hin. Tagesbericht, okay. Ziele. Okay, Essen haben wir schon mal. Wasser wird halt langsam wieder Zeit. 53 Sekunden kriegen wir Wasser. E, S für Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz. Bist du immer noch schlecht gelaunt, Joshua? Ja, bist du. Ah, vielleicht sollte ich ihn mal ausruhen lassen. Hier, Josh, ich habe gesagt C. Ah. S. I. C. Ah. S. Ah. Okay. Ah. Gut, ja, dann gucken wir doch mal. Tja, Strom brauchen wir wahrscheinlich viel. Okay, er ist jetzt I, aber nur weil er den cleveren Kittel anhat. I, S, C, A. Tja, ich habe nur das Gebäude. Dann könnten wir... Er ist ein P, aber P... Oh doch, hier, Wasser ist P. Sie ist ein S. Du bist ein, tja, so ein bisschen allround. Guck mal, du bist ein P. Ein P. Stell sie mal da ab. Nehmen sie wieder P. Ist er doch genau richtig. Wahrscheinlich leveln die halt, weil sie schon so lang dasteht. So, sie ist ein... Tja, was ist sie? Sie kann alles eigentlich sein. Sie ist ein A. A war das hier, gell? Ah, aber auch wahrscheinlich, weil er schon... so lang da ist. Also ich habe keinen, der jetzt cool im L ist. Weil mir ja jemand geschrieben hat, hier Ausdauer. So, die kriegst du erstmal abgenommen, die Knarre. Und A. Tja, siehst so ein bisschen L. Stufe 3.
Tja, wen können wir denn rausschicken? A war hier, oder? Ah, ja. Sie ist ein C eigentlich. Oh, schau dir an. Ja, aber wir bräuchten jetzt kein weiteres C. Sondern suchen wir uns jemanden, der halt ein L, eine 2 hat. Die Tante hier. Und was hat sie für eine Knarre? Sie hat die... Sie kriegt das Sturmgewehr und sie kriegt die Militärbekleidung. Rüste Einwohner mit... Oh, gab der Box. Wie geil ist das denn? Ja, und weil du jetzt natürlich eine coole Knarre hast, darfst du rausgehen. Du kriegst keine... Ja, wobei es hier natürlich cool wäre. So, ja, tja, Wasserproblem. Hier müsste jemand noch mit... Weißt du, dann dürft... P... So, haben wir hier einen, der wenigstens ein bisschen P drauf hat. Ah, du. Ah, wenn ich ihn rüber halt, dann zeigt er mir an. So, du darfst dann wieder rüber gehen. So, wir gucken in die Box rein. Hallo Box. So, wir schalten mal frei, schütteln gut, wie bei Hearthstone. Einfach gut schütteln, dann ist da schon was Gutes drin. Und wir haben eine rostige Jagdflinte. 5. 500 Kronkorken, sehr gut. Und Energie, Wasser wäre cooler. Oh. Gehärtete 32er Pistole, 1,4. Ich kann jetzt eigentlich fast so viel Knarren, wie ich habe, jeden bei mir ausrüsten. Tja, Wasser sehe ich ein bisschen als problematisch. 8 Sekunden. Ja, ja, ich sehe es ja. Ich habe noch keine Lösung. Wir gucken mal. Hier ist, denke ich, der beste Übersicht. Wasser abholen. Die beste Übersicht. Ah, hier steht's doch. PP. Es passt. Das ist, wo es noch ein S? Mark Ford. Und du arbeitest hier, was S ist. Okay. Gucken wir nochmal weiter. Wir waren gerade beim Mark Ford. Hier haben wir, tja, der könnte C, aber das ist überall eine 2. Der hier ist eigentlich gut bei C. C weiß ich ja noch nicht, was es ist, okay. I. Ja, der unzufriedene Joshua, aber er wird schon zufrieden, ne? Nö, wird er nicht. Tja. Wir gucken weiter. Wir waren beim Joshua. Okay, sie geht jetzt mit der Knarre raus erkunden, weil ich keinen coolen in L hab. Der hier arbeitet bei A, das ist okay, wobei bei S er besser aufgehoben wäre. Das heißt, du bist jetzt S. Vault-Tec braucht dich, später erinnern. So. Wir machen mal weiter. Wo waren wir? S, genau, hier bei dem, da waren wir doch, ja. Restaurant. Tja, dass der im Restaurant arbeitet, ist jetzt auch nicht so prickelnd. P. Ah,
Also eigentlich könnte ich eher den in die Wasserbearbeitung tun. Der kann zwar auch nichts, ne, wobei die sind gleich von der Werte. Und die ist hier bei S gut und arbeitet auch bei S. Okay. So langsam lernen wir dazu. Jetzt gucken wir mal, was unsere 25 Kronkorken geholt. Die darf noch ein bisschen draußen rummarschieren. So, hier, jetzt habe ich Strom, brauchen wir viel. Was essen brauchen wir nicht so viel. Tja. Wir haben da jetzt 4. Vielleicht können wir noch einen. Ah ja, okay, sie war ja die Master. Er war jetzt auch gut in eventuell Wasser. P hat er 1, S hat er 2. Sie hat sowohl in P als auch in S eine 2, das heißt, du darfst runter. Was haben wir hier? Er hat so ein Dingsbums gebaut, was auch immer das ist, war, glaube ich, Energie. Wir haben wieder ein bisschen Kohle, das heißt, wir könnten Forschung, Krankenstation, ach nee, Forschungslabor. Was haben wir denn hier unten gebaut? Du bist die Krankenstation, dann können wir auf die andere Seite ein Forschungslabor bauen. Lädt. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich will natürlich nichts kaufen. So, immer noch nichts kaufen. Oh, ich kann hier Gebäude verbessern. Hä? Wo war es denn mit dem Gebäude kaufen? Das war doch hier. Ah ne, es war der Hammer. Na, pardon. So, Forschungslabor bauen. Hier. Also er könnte auch ein bisschen forschen. Machen wir einfach mal. Okay, Nahrung produziere ich echt viel. Irgendwie schade, dass man nicht handeln kann. Und auch schade, dass keiner mehr irgendwie zu mir kommen will. Was macht denn die Tante da? Die holt sich fleißig EP, Schaden erlitten, zerquetscht, ja, mit der guten Knarre. Geht das natürlich. So, ich bräuchte eigentlich... Eigentlich könnte ich hier fast beim Strom einen rausziehen. Ich suche jemand mit gutem... Das hier ist doch kein... Doch, das ist... So, Strom haben wir nämlich eigentlich recht viel. Eigentlich müssten wir eben, wir hatten noch jemand, der in C echt gut war. Ah, das war die da hier, gell? Mir ist schlecht, okay. Jammerlappen. C2. C3. C1. Da könnt ihr mal für Vergrößerung des Vaults euch kümmern. Aber jetzt ist eigentlich schon viel zu viel Zeit vergangen, habe ich gerade gesehen. Ich finde das Spiel echt, echt interessant. Vielleicht sollten wir das Lager nochmal erweitern. Und ja, wir machen da auf jeden Fall weiter, noch ein bisschen. Wasser wird wahrscheinlich unser größtes Problem werden. Aber gut, wir gucken und das sehen wir uns beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt Mr. Angezockt spielt Fallout Shelter. Nochmal danke für die Empfehlung, macht echt Bock.